So, kommen wir jetzt zu Teil 2. Thema Abbeizen. Wurde gerade unterbrochen bei der Arbeit. Wie gesagt, ich habe jetzt hier eine Schutzausrüstung an, also dicke, fette Handschuhe, eine Regenjacke drüber. Und ich arbeite mit einer Messingbürste und mit warmem Wasser. Und ich arbeite mich von unten nach oben. Beize geht eigentlich sehr leicht ab. Und wie man auch erkennen kann an dem Wasser, es ist verfärbt. Also der Abbeizer tut seine Arbeit. Warum fange ich unten an? Ganz einfach, wenn man oben anfängt, dann spült sich das hier einfach so runter. Und ich möchte einfach unten anfangen, damit ich erstmal hier die ganze Beize runter habe. Und wenn es dann von oben kommt, spült das noch so ein bisschen nach. Aber vielleicht macht es auch überhaupt keinen Unterschied. Keine Ahnung. Es spritzt jetzt auch nicht wahnsinnig, aber wie gesagt, hier auf Nummer sicher gehen. Gerade wenn man jetzt mit Wasser arbeitet, ist die Beize natürlich auch nicht mehr so aktiv und aggressiv. Als wenn man das aus dem Eimer nimmt. Aber wie gesagt, wenn man es aus dem Eimer nimmt, das spritzt überhaupt nicht, weil es ein Gel ist. Da muss man sich schon sehr ungeschickt anstellen, um davon was in die Augen zu kriegen. Ja, hier sieht man immer, mit jedem Schwung, wenn ich das drehe hier, kommt Farbe runter. Wie gesagt, im Prinzip bei dieser Lasur von dem Holz reicht eine einmalige Beizung, ein einmaliger Beizgang aus. Und die Stellen, die jetzt nicht hundertprozentig entfärbt sind, die werden dann beim Schleifgang, man macht ja einen groben und einen feinen Schleifgang, dabei werden dann diese Rückstände entfernt. So, das war es im Wesentlichen. Wer keine Zeit und Lust mehr hat, kann jetzt abschalten und was anderes machen. Ich mache jetzt einfach ein bisschen weiter noch und lasse das Video noch laufen, aber das war es ja. Im Prinzip sieht man ja, ist nicht weiter schwierig, ist halt nur ein bisschen Schweinkram. Am besten macht man es vielleicht draußen, aber draußen ist das Wetter auch nicht so toll, im Moment immer Regenschauer. Obwohl wir jetzt schon fast Mitte Mai haben, irgendwie kriegen wir keinen Frühling. Ne? Ich glaube, wir hatten jeden Monat 2 schöne Tage. Im Februar war es mal richtig warm, 2-3 Tage. Im März, im April, aber immer nur so 2-3 Tage. Das war unser Frühling. Die Klimaschützer werden sagen, ja, das ist alles die Klimaerwärmung, Erwärmung CO2. Jetzt seht ihr die Auswirkungen. Es wird wärmer, es wird kälter, es regnet mehr und es regnet weniger. Alles ist immer der Mensch schuld. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich denke mal, der Einfluss der Sonne und der Wassertemperatur der Meere hat einen größeren Einfluss aufs Klima. Weil CO2 sind nur 0,03 bis 0,04% in der Atmosphäre. Wie ein Gas in der Konzentration das Wetter so dermaßen beeinflussen soll, das möchte ich gerne mal wissen. Vor allen Dingen, weil das CO2 ja im Prinzip auch schon immer irgendwo war. Und Bäume lieben CO2, ne? Eigentlich müsste die Natur ja explodieren. Die leben davon, wenn man so will. Das, was wir an Sauerstoff brauchen, das brauchen wir an CO2. Also ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und es war früher vor ein paar Jahrhunderten auch schon mal viel wärmer und auch viel kälter. Und da gab es kein menschliches CO2 und Industrie. Also das Klima wandelt sich so oder so immer. Ich bin da kein Klimawandelleugner, sondern ich sage, das Klima wandelt sich und das ist nicht menschengemacht. Die Sonne hat den größten Einfluss
und die Meeresströme. Je nachdem, wie die laufen, wird es wärmer oder es wird kälter. Ne? El Niño. Das ist kein CO2. So, fertig. Abtrocknen mit dem Lappen. Dann noch mal ein paar Rückstände loswerden. Arbeitsmaterial wird auch nicht dreckig dabei. Super. So kann es sein. Gut, dass meine Frau keine YouTube-Videos guckt. Die würde wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn ich hier in der Dusche Stühle mache mit Abbeizer.